Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier gerade in Maries Zimmer, wie auch im letzten Video, denn ich habe gerade sogar noch die Sachen aus dem letzten Video stehen. Ich habe wieder einen Teil leer bekommen von den 10 Produkten, die ich leer bekommen wollte. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell jetzt leer geht, aber ihr werdet es gleich sehen. Wir gehen wieder der Reihenfolge entlang. Ich bin sehr zufrieden seit dem letzten Mal mit dem Aufbrauchen von manchen Sachen, von zwei Sachen eher weniger, weil ich das Gefühl habe, dass ich die gar nicht beachte. Aber wenn wir zu den Sachen kommen, erzähle ich euch es. So, wir fangen mit dem ersten an, den Reiniger von Priva, also vom Netto. Der sieht jetzt hier ein bisschen siffig aus, aber der ist wirklich im Einsatz, wie ihr seht. Ich habe beim letzten Mal ja einen Strich dahin gemacht und der wird verwendet. Zwar nicht zum Putzen, aber wenn man wie das Töpfchen benutzt hat, wir sind momentan Töpfchentraining und da wird er gut leer. Ich werde reinige den jedes Mal das Töpfchen und ich werde da jetzt wieder einen Strich fürs nächste Mal hinmachen. Ich muss den aber einmal gerade hinstehen, damit das fair ist. Und dann gucken wir mal, wie leer es beim nächsten Mal wird. So. Ich glaube aber, den kriegen wir wirklich dieses Jahr jetzt wirklich leer. Ich war ja nicht so der Hoffnung beim letzten Mal, aber wie ihr seht, ich habe hier gerade die andere Linie hingemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich mache mal so. Ja, jetzt sieht man das. Und wir gucken mal, wie leer er beim nächsten Mal ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er als nächstes leer wird und wir deshalb das nächste Mal ein Update brauchen. Genau. Ich mag ihn immer noch nicht. Er stinkt extrem. Den benutze ich auch nicht, wenn Marie im Bad ist, weil dieser Duft ist extrem. Ja, aber ich bin froh, dass wir den leer bekommen, dass er nicht weggeworfen werden muss. So, dann kommen wir einmal zum zweiten Produkt. Das ist die Heilerde von Bullrich. Und ich muss sagen, ich benutze es vielleicht einmal die Woche, aber nicht als Maske, sondern als. Hier steht Peeling, aber es ist kein Peeling. Ich mache es einmal aufs Gesicht, lasse es 2 Minuten einwirken und wasche es wieder ab. Wie gesagt, das mache ich einmal die Woche. Letztens habe ich es zweimal die Woche gemacht und es leert sich langsam. Also, vielleicht wird es doch dieses Jahr leer. Ich war beim letzten Mal, glaube ich, mit der Hoffnung nicht so groß. Aber als Maske würde ich es nicht nehmen. Es brennt mir einfach auf der Haut auf einmal. Das hatte ich früher sonst nie Probleme. Aber. Momentan ja. Aber meine Haut ist auch momentan so komisch. Mal ist die extrem trocken, weil wir halt so oft Schnupfen haben. Und jedes Mal, wenn ich Schnupfen habe, trocknet mein Gesicht aus. Nicht nur an dem Nasenbereich, sondern mein ganzes Gesicht. Deswegen denke ich mal, dass es daran liegt. Ja, aber ich hoffe, ich werde es leer bekommen dieses Jahr. So, das dritte Produkt, was in Benutzung ist, Balea 2-in-1 Sprühpflege Seidenglanz. Ich habe es gerade geschüttelt, deswegen sieht man es nicht. Aber es ist bis hierhin wirklich leer. Bis hierhin schon. Also ist wieder ein Stückchen leerer geworden. Ich mache da mal kurz einen Strich hin. Hier. Also, das kann sich sehen lassen. Ja, ich mag das Produkt immer noch nicht. Ist nicht meins. Manchmal verwende ich auch ein anderes Produkt für meine Haare. Habe ich heute auch ein anderes Produkt. Diese Sprühpfote, die habe ich euch schon so oft gezeigt, sogar in meinen Favoritenvideos. Ja. Aber ich glaube, das bekommen wir leer. Das war ja voll bis oben hin. Bei Marie und Leon tue ich das auch zwischendurch in die Haare rein. Bei denen sieht das besser aus. Bei denen bin ich viel zufriedener mit den Haaren. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil meine Haare gefärbt sind. Weil ich habe eigentlich dünnes, feines Haar wie die Marie. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dann etwas, was ich dieses Jahr immer noch nicht verwendet habe, ist der. Ich schüttel den mal kurz von Essence. Nee, von Essence. Von Essie, der Nagellack Bikini Sottini. Ja, ich bin einfach. Ich habe jetzt gerade nichts drauf. Ich habe die gestern erst ablackiert. Ich lasse meinen Fingernägel dann immer 1, 2 Tage Pause. Ja. Ich muss mich überwinden. Ich trage lieber gerne dunklere Töne. So dunkelblau, schwarz. Ja. Aber die Kinder können ihn ja. Marie und Leon tragen gerne Nagellack. Vielleicht benutzen die den zwischendurch, wenn ich denen das anbiete. Oder ich versuche ihn halt jetzt paar Mal zu verwenden.
Aber ich glaube, leer werden wir ihn nicht bekommen, da bin ich ehrlich. Aber wir werden es sehen. Dann kommen wir schon zu dem Produkt, was dieses Mal leer gegangen ist, wobei ich es nie gedacht hätte. Das war der NYX Professional Make-up Epic Smoke Liner. In Black. Fand ich beschissen. Fand ich überhaupt nicht gut. Man sieht, der ist leer. Der ist auch ein paar Mal abgebrochen, obwohl er nur ein Ministück wirklich draußen war. Man musste richtig drücken, dass der irgendwas gezogen hat überhaupt. Ich bin froh, dass der jetzt leer ist. Ich werde den nicht nochmal nachkaufen. Genau. Ich bin froh, dass er leer ist. Und wir sind keine Freunde geworden. Absolut nicht. So. Dann etwas, was ich seit dem letzten Video absolut auch nicht verwendet habe, einfach weil meine Lippen nicht kaputt waren, waren die Sunset Dreams Lip Peeling. Da hat sich wirklich nichts getan seit dem letzten Mal. Wie gesagt, meine Lippen waren nicht kaputt oder ein bisschen trocken, dass man das wegpeelen konnte. Deswegen, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt wieder Herbst, Winter, Sommer kommt. Ach, Sommer. Herbst, Winter, da ändern sich die Lippen ja auch noch mal ein bisschen wegen dem Wetter. Dann werde ich den öfters verwenden, wenn wieder die Heizungsluft beginnt und so. Genau, aber wir haben ja jetzt Frühling, auch wenn der Frühling nicht so ganz da ist. Genau. So, dann kommen wir zum vorletzten Produkt. Das ist dieser Blushleiter. Und der ist echt gut benutzt. Man sieht das an der Muschel, weil die Muschel geht rein, das Außen eher weniger, obwohl ich schon mit dem Pinsel da echt lang gehe. Ich weiß nicht, ob man. Doch, man sieht das echt gut. Also der geht echt gut rein. Also der ist auch täglich in Benutzung, außer heute. Genau. Finde ich richtig gut. Also ich mag ihn wirklich. Wenn ihr ihn einfach nur, weil es sehr viel Produkt ist und ich ihn eher nur rumstehen hatte, weil ich es schön fand, dass er da ist. Aber jetzt benutze ich ihn regelmäßig und ich finde ihn wirklich schön. Und ich weiß, wahrscheinlich werde ich den nicht leer bekommen dieses Jahr. Ich gucke so oft auf die Produkte, Entschuldigung. Ich weiß, dass ich den dieses Jahr nicht leer bekomme. Das ist dafür, ist es einfach viel zu viel Produkt. Aber dass er wenigstens ein bisschen leerer ist. Und nicht nur voll irgendwo rumsteht. Genau. Und dann zum letzten Produkt ist die Essenspalette Eat. Und da hat sich auch schon einiges gemacht. Man sieht da, sieht man ganz leicht das Fännchen. Und hier sieht man schon richtig gut. Ich benutze meistens, ihr seht, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich benutze immer drei Farben. Hier benutze ich immer das hier für hier vorne, das hier für die Mitte vom Lid und das hier für hier hinten. Genau. Und ich muss sagen, ich habe die echt gut verbraucht schon. Und das hier nehme ich einfach nur zum Korrigieren oben. Ja, die anderen Farben habe ich zwar auch schon zwischendurch benutzt, aber ich liebe sie vor allem. Ich mag diese Farbe, ne? Die und die haben es mir echt angetan in der Palette. Ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn die leer ist. Weil die ist wirklich mein liebster Ton, sieht man, glaube ich, auch. Genau, also die ist auch echt gut in Benutzung und ich könnte mir vorstellen, dass die fast leer gehen wird dieses Jahr. Nicht komplett, das war ja bei der anderen Lidschattenpalette auch so, dass die nicht komplett leer ging. Aber die wird trotzdem noch Verwendung dann haben, auch wenn sie noch ein, zwei Lidschatten hat, weil die Marie dann damit spielt. Und dann geht die auch leer. Aber ich glaube, wir kriegen sie fast leer. Ich bin mal gespannt, wie die Ende des Jahres aussieht. Ich drehe wieder ein paar Videos vor. Wir haben heute nämlich den 9. Das Video kommt in 2,5 Wochen ungefähr. Genau. Vierte Monat ist jetzt angebrochen. Doch könnte fast leer gehen, die Palette. Bin gespannt. Das war's auch schon. Ein Produkt ist wieder leer. Wir haben jetzt nur noch 7 Produkte. Ich würde sagen, wir haben gut aufgebraucht schon von 10 Produkten dafür, dass wir jetzt erst April haben. Ja, und ich bin gespannt, welches Produkt als nächstes leer geht. Echt so, ich glaube wirklich, dass das Putzmittel wird. Ich bin mal gespannt.
Es kann natürlich auch was anderes leer werden, aber ich glaube eher, dass das Putzmittel wird oder die Seidenglanzspülung. Also eins von den Produkten, denke ich mal, wird dieses als nächstes leer gehen. Aber wir werden es ja sehen, wenn ich ein neues Update mache. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Update-Video von den Produkten und auch bei den anderen Videos natürlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.